Hi Leute, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Und nachdem in jüngster Zeit meine Naturkosmetik Tops und Flops Serie vorerst zu einem Ende kam, dachte ich, wir machen gleich weiter mit Naturkosmetik-Content. Falls ihr die Serie verpasst habt, ich habe darin die für mich gängigsten 6 Naturkosmetik-Drogerie-Marken genauer unter die Lupe genommen. Dazu zählten für mich die Eigenmarken Terra Naturi von Müller, Altera, das war das letzte Video von Rossmann, sowie Alverde von DM und die etwas teureren Marken E+M Berlin, Santé und Lavera. Die habe ich mir genauer angeguckt, unter die Lupe genommen, habe wirklich eigentlich in jedem Video 20 Produkte getestet und euch meine Review dazu gegeben. Und damit sind wir jetzt fertig. Das hat echt ziemlich lang gedauert, also letztlich 1,5 Jahre, weil ich halt auch nicht immer die Produkte aufreißen will, ausprobieren und dann schon wieder zur nächsten Marke gehen will, sondern ich will halt auch die Sachen leer machen, weil es ja auch irgendwie mein Privathaushalt ist und ich jetzt einfach nichts schlecht werden lassen will oder irgendwie in den Müll werfen will oder so, um Gottes Willen, auf die komme ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, die Serie hat sich jetzt lang gestreckt, ich habe teilweise von den Marken auch schon wieder anderes ausprobiert und die Videos sind schon sehr ausführlich, von daher möchte ich jetzt nochmal in 2 Teilen meine Top 5 von den jeweiligen Marken euch mitteilen, also die besten Produkte. Und heute fangen wir an mit E+M Berlin, mit Lavera und mit Santé Naturkosmetik. Kurz zu Beginn, bevor es Hate-Kommentare gibt, Santé Naturkosmetik wurde von einigen Jahren vom L'Oréal-Konzern aufgekauft. Es hat laut den Aussagen des Produkts nichts am Tierversuchsstatus geändert, sowie auch an der Zertifizierung nicht, aber manche Leute wollen halt Santé seitdem nicht mehr kaufen. Und ich möchte euch halt von den 3 Marken heute meine 5 Lieblingsprodukte nochmal speziell präsentieren. Genau. Es wird dann auch noch so ein Naturkosmetik-Flops-Video geben auf jeden Fall, wo ich nochmal die schlimmsten Produkte so aus allen Videos beleuchten will und dann nochmal so ein Naturkosmetik-Battle, also so sehr ähnliche Produkte von unterschiedlichen Marken, die gegeneinander vergleichen und gucken, was sozusagen mein Favorit ist. Aber heute, wie gesagt, fangen wir an mit Top 5 E+M Santé Lavera. Wichtig dazu zu wissen, dadurch, dass die Videos teilweise sehr lang für mich zurückliegen, also Santé war im letzten Sommer eigentlich noch, muss man wirklich sagen, ich habe viele der Produkte, über die ich heute spreche, beziehungsweise es sind ja 15 Produkte, 5 von 3 Marken, ich habe 1 dieser Produkte aktuell da, den Rest werde ich anwenden. Das liegt nicht daran, dass ich die Produkte nur doch nicht so toll finde, dass ich sie gleich nachkaufe, sondern dass ich halt einfach noch sehr viel habe, was ich teilweise halt jetzt von den Altera-Videos und so noch aufbrauchen muss und ich der Meinung bin, wenn ihr mich länger verfolgt, wisst ihr, dass ich diese Produkte wirklich getestet habe und ich kaufe keine Produkte, um sie einmal in dem Video hochzuhalten. Versteht ihr? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Ja? Und jetzt fangen wir an. Ewige Rede, kurzer Sinn eigentlich. Ich war gerade am Überlegen, mit welcher Marke wir anfangen sollen und ich glaube, wir machen es einfach alphabetisch, weil dann muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Und deswegen geht's los mit E+M Berlin. Ihr müsst wissen, ich stehe mittlerweile bei E+M Berlin auf der PR-Liste. Das heißt, ich bekomme aktuell immer das Angebot, die neuesten Sachen zu testen. Das ändert aber nichts an meiner Meinung zu den Produkten. Ne? Und habe jetzt meine Top 5 Produkte für euch rausgesucht. Das erste war nicht im damaligen Video drin, weil ich das seitdem neu bekommen habe. Und zwar geht es um ein Produkt aus der neuen Clean Beauty Serie. Das ist das Rosehip, also die Rosehip Feuchtigkeitscreme, also Hagebutte mit Aloe Vera und Squalan. Das ist eine sowohl Tages- als auch Nachtpflege für jeden Hauttyp, reizarme Pflege. Diese Clean Beauty Serie zeichnet sich eben dadurch aus, dass die nicht parfümiert ist, dass keine irgendwelche Zusätze drin sind, die nicht rein müssen, keine besonders Konservierungsstoffe etc. Ich finde diese Creme wirklich sehr gut. Ich habe auch schon über das Squalan Serum berichtet. Die Reinigungscreme, die in dieser Serie war, die habe ich noch nicht getestet. Das Squalan Serum, damit habe ich nicht so 100% gewiped, aber ich finde diese Creme wirklich schön. Ich zeige es euch nochmal im Detail, also erstmal finde ich das Design super gelungen, aber das sollte ja jetzt irgendwie nie wirklich in meine Bewertung mit eingehen. Diese Creme ist wirklich, wirklich schön, weil die gehört zu den Cremes, die leicht von der Textur sind, aber trotzdem gut wegziehen, ohne dann diesen straffen Film zu hinterlassen, wo ich mir denke, so habe ich mich eingecremt. Das ging mir mit der Altera Gesichtscreme, die ich getestet habe, aus dieser Sensitive-Serie nämlich so. Da musste ich eigentlich immer, also da hat meine Haut nach der Sonnencreme gebettelt danach, dass nochmal eine Schicht irgendwie mit Pflege drüber kommt, weil die eher nicht so gut gepflegt hat. Also wirklich, das ist eine sehr, sehr schöne Gesichtscreme. Vielleicht muss ich kurz was zu meinem Hauttyp sagen, damit es Sinn macht. Ich habe sehr viele Unreinheiten aktuell im Mundbereich, aber im Großen und Ganzen habe ich echt eine recht feuchtigkeitsarme Haut. Also ist jetzt nicht so, früher war ich echt ölig, da habe ich nicht viel an Pflege gebraucht. Aber jetzt so Mitte der 20er merke ich, dass meine Haut sich ein bisschen verändert hat. Und da finde ich dieses Produkt richtig gut. Ist es was für euch, wenn ihr jetzt
die krass ausgetrocknetste Haut ever hat, weiß ich nicht. Aber so für mich zwischendrin und für alles, was, denke ich, eher so Richtung ölig geht, ist das eine sehr, sehr gute Creme. Jo, das war's. Das Einzige, was mich stört, ist der Pumpspender, weil ich habe das Gefühl, wenn ich den einmal runterpumpe, kommt immer zu viel raus und so in der Mitte verstopft dann die Düse. Also das ist nicht so ganz optimal. Okay, das war das einzige Live-Produkt. Ab jetzt blenden wir hier ein und starten los mit einem Serum von Iplus M Berlin. Das ist das Hyaluron-Serum dreifach aus der Hydro-Perform-Serie. Das habe ich schon vor echt einer längeren Zeit getestet, hatte aber jetzt auch mal wieder ein Pröbchen davon da und habe gemerkt, dass ich es richtig gern mag. Was es jetzt da auch noch gibt, ist praktisch dasselbe Produkt in der Freistil-Serie, die ohne Duftstoffe auskommt. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass das so leicht nach Rose duftet, dann solltet ihr vielleicht eher das Freistil-Produkt kaufen. Ich fand das ein sehr, sehr gutes Hyaluron-Serum. Das war nämlich von der Dosierung oder von der Wirksamkeit so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss keine Creme mehr auftragen hinterher. Und es geht mir selten so, dass wirklich Serien so ausreichend sind und so gut schon hydrieren, dass ich das Gefühl habe, ich muss gar nichts mehr drüber geben, also keine Creme oder so. Versteht ihr das jetzt, wie ich von der Altera-Creme gerade erzählt habe, dass nach der Creme ich immer noch das Gefühl hatte, meine Haut ist nicht vernünftig mit Feuchtigkeit versorgt. Da kann ich absolut sagen, diese Hydro-Perform-Serie, da hat mir nicht alles drauf gefallen, aber dieses Hyaluron-Serum, tippitippitoppi, würde ich mir wirklich wieder nachkaufen. Ich komme jetzt langsam so mit meinen Serien in den Bereich, wo ich mir denke, so vielleicht muss ich tatsächlich irgendwann mal was kaufen. Und dann steht es definitiv auf der Liste. Ja, die anderen drei Produkte von Iplus M, die ich als meine absoluten Lieblingsprodukte bezeichnen würde, sind Körperpflegeprodukte. Und Nummer drei ist, also übrigens hat es überhaupt kein Ranking, 1, 2, 3, 4, 5, sondern es ist völlig gleichwertig, ne? Sind die Deo-Cremes. Die Deo-Cremes von Iplus M Berlin waren so die, die mich zu Deo-Creme hingeführt haben. Und auch bis heute, auch immer wieder, wenn ich ein Pröbchen habe oder so, finde ich die einfach richtig, richtig gut. Es gibt oder es gab früher die klassischen Deo-Cremes und die Extra Strong Deo-Creme. Mittlerweile haben sie aber diese Extra Strong Formulierung auf alle Deo-Cremes umgesetzt. Das bedeutet, es ist da jetzt nicht spezifisch irgendwie schwächer oder stärker als das andere. Ihr könnt euch da nach Nuancen völlig austoben. Meine persönliche Lieblingsnuance ist Grapefruit, gebe ich ganz ehrlich zu. Also das ist wirklich eins meiner Favoriten. Ja? Und dann haben wir noch zwei Körperpflegeprodukte zum Schluss. Einmal die Madame Inge Body Mousse. Das ist, finde ich, so mit das luxuriöseste Produkt, das Iplus M anbietet. Für 20 Euro kriegt ihr einen schweren Glastitel mit einer unglaublich schönen, reichhaltigen Body Cream, die tatsächlich, also die hat für mich fast so ein bisschen schweren Duft. Also das ist für mich sowas, so ein Produkt, das benutzt man abends nach dem Baden zum Eincremen. So den Vibe gibt mir dieses Produkt. Und das ist, glaube ich, so das perfekte Geschenk, das sage ich auch immer so. Das ist was, das kann man so zum Muttertag oder so, wenn man irgendwie, ja, aus meiner Sicht jetzt irgendwie Tante oder sowas beschenken würde, so das finde ich dafür ein richtig gutes Produkt. So schön reichhaltig und macht so einen wertigen Eindruck. Also da war ich wirklich positiv überrascht. Leider gibt es aus dieser Madame Inge Serie, glaube ich, sonst nur eine Dusche. Also fände ich cool, wenn sie da noch ein bisschen was erweitern. Was sie erweitert haben, meine Gebete wurden erhört, war die Fair Edition Zambia. Die habe ich letztes Jahr getestet und zwar mit der Rich Body Cream. Das ist eben in so einem Pumpspender, nicht in so einem coolen Titel, eine Körperpflege, die ich auch extrem reichhaltig fand. Also muss man über mich wissen, ich mag so diese Bodylotions, die schnell wegziehen, das ist nichts so für mich. Ich mag gern so einen richtig schönen Film auf der Haut. Ich bin so Team Bodyöl eigentlich. Und diese Creme war unglaublich. Also erstmal der Duft nach Orange und Vanille. Und das riecht für mich wie die innere Schicht von Milchschnitte. Ja, das muss man wissen, ich bin ja ein... Ich würde mich als toleranter Veganer bezeichnen. Ich versuche selber nichts zu kaufen, was nicht vegan ist. Aber halt jetzt irgendwie, wenn ich unterwegs bin oder so, dann lasse ich halt mal 5 Grad sein. So würde ich mich bezeichnen. Und deswegen esse ich kaum noch Milchschnitte. Aber ich liebe Milchschnitte so sehr. Oh mein Gott, das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingssüßigkeiten. Und genau so riecht diese Creme und pflegt und ist echt wirklich wunderbar. Es gibt da jetzt... ein Duschgel aus der Serie, das hätte ich eigentlich auch gern, wobei ich ja versuche, bei Duschgel wirklich auf feste Produkte umzusteigen, komplett letztlich. Und es gab jetzt neulich so eine Umfrage bei Iplus M, ob man sich den Duft für eine Deo-Creme wünschen würde. Und wenn das eintritt, Leute, bin ich die Erste, die das kauft. Finde ich super, ja. Also das ist wirklich was, da haben sie duftmäßig, finde ich, machen die sehr viel, sehr gut. Also machen wirklich schöne, außergewöhnliche und auch stark duftende Düfte. Das finde ich manchmal bei Alverde so ein bisschen schade, dass das recht schnell verfliegt. Und das hier sind wirklich, also gerade die letzten zwei Körpercremes, sind wirklich echt tolle, wertige Produkte.
Und wir machen weiter mit Lavera. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich mit Lavera, war glaube ich die Marke, mit der ich mich overall in diesen ganzen Videos am schwersten getan habe und wo ich mich auch am schwersten jetzt mit den Top 5 getan habe. Weil ich einfach fand, also irgendwie habe ich das Gefühl, Lavera ändert ständig was, die listen ständig irgendwas aus, man kann sich da nicht drauf verlassen. Und viele Produkte in diesem Video fand ich so, versteht ihr so, also nicht so wirklich mega, mega top. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, von all den drei Marken, heute ist so Lavera die, wo ich mich wirklich am schwersten getan habe. Ich möchte beginnen mit einem ganz klassischen Standardprodukt und finde ich, dass Lavera sehr, sehr gute Zahnpasta ausmacht. Das klingt jetzt total bescheuert, weil man sich einfach denkt so, wow, yay, Zahnpasta. Aber Naturkosmetik-Zahnpasta, wenn ihr euch mal damit beschäftigt habt, sind nicht so einfach. Also zum Beispiel die Alterra-Zahnpasta und die Alverde-Zahnpasta finde ich beide so mäßig vom Geschmack, ehrlich gesagt. Ich finde, dass Lavera von seiner Zahncreme-Formulierung und davon, wie das schmeckt, ich hatte die Complete Care, ich hatte die Whitening Zahnpasta für 1 Euro mehr, also für 3,50 muss man jetzt nicht unbedingt kaufen, aber die Complete Care für 2,50 fand ich sehr schön. Da hat man schon sehr stark das Gefühl von einer konventionellen Zahnpasta und dem traue ich halt immer noch hinterher, beziehungsweise ich versuche immer noch das Gefühl von der normalen Zahnpasta irgendwie zu imitieren, ja. Und da finde ich die Lavera Zahnpastas sehr gut. Das zweite, was ich euch nochmal vorstellen möchte, ist ein Gesichtspflegeprodukt und das konkurriert mit dem I+M Hyaluron Serum um das Feuchtigkeitsserum, das ich kaufen werde, wenn ich keins mehr habe. Und zwar aus der MyAge-Serie, das Intensivölserum. Das kostet 16 Euro. Und eigentlich kann man das, glaube ich, wenn man sehr unkomplizierte Haut hat oder eher was Öliges, kann man das wirklich als Tages- und Nachtpflege nutzen. Der Name ist ein bisschen irreführend, weil das kommt eigentlich raus wie eine Creme aus dem Spender. Ich finde, es ist weder ein Öl noch ein Serum. Eigentlich ist es eine Creme. Ja? Aber das spendet super, super gut Feuchtigkeit und so hat mein Gesicht immer so richtig prall und gut durchfeuchtet und versorgt wirken lassen. War auch sehr ergiebig, man hat davon nicht viel gebraucht, man muss den Duft mögen. Ich finde, der war schon sehr blumig, das war für mich schon so ein bisschen grenzwertig, aber das war wirklich eins der Produkte von Lavera, die für mich rausgestochen haben. Genau. Dann eine Sache noch, die ich sehr lange verwendet habe, auch im Make-up-Bereich, ist das Hydro Sensation Gesichtspflegespray. Diese Hydro Sensation Serie beinhaltet ja auch noch ein Micellenwasser und so. Das habe ich sehr lang als Fixing-Spray-Ersatz verwendet. Das sind 100 Milliliter zu 6 Euro, weil ich das ganz preisgünstig fand und weil ich eine Zeit lang ja so in Trauer um meinen Alterra-Fixing-Spray war. Jetzt habe ich ja mal das Urban Decay All Nighter ausprobiert und das ist halt ein Fixing-Spray, ja. Das Lavera ist ein Gesichtspflegespray. Aber nichtsdestotrotz finde ich das ein richtig schönes Produkt mit einem guten Pumpspender. Und wenn ihr nicht so der Typ seid, der wirklich Fixierung auf euer Make-up will, sondern eher das Gefühl habt, ich möchte nochmal halt was drüber sprühen, um die Pudertexturen oder so zu verbinden, dann kann ich euch einfach nur sagen, dieses Lavera Hydro Sensation Pflegespray ist top. Ich habe die sicher 3 oder 4 Mal gekauft und würde es auch definitiv wieder machen. Ja? Ich meine, es gibt so Tage, da brauche ich jetzt nicht so 24 Stunden halt mit diesem All-Nighter, aber für die Sachen fand ich das wirklich gut und man kann es natürlich auch als Pflegespray fürs Gesicht verwenden. Da hindert einen natürlich niemand dran. Anderes dekoratives Produkt, da haben sie jetzt die Verpackung geändert. Generell, das ist ja das, was ich meinte, so irgendwie ändern die ständig irgendwas und das macht es für mich so unnachverfolgbar irgendwie. Was ich sehr gut finde, ist wirklich den Lipgloss. Ja, ich habe ja nicht viel dekorative Kosmetik getestet in dieser Serie, aber die Glossy Lips in der Farbe Delicious Peach fand ich sehr, sehr gut. Delicious Peach ist die absolut falsche Farbbezeichnung dafür. Ich finde, das ist viel mehr Beere als Peach. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Lipgloss. Ich finde schon, dass das fast eher Richtung Öl geht, also Lip Oil. Das klebt einfach mal 0,00. Ja. Es gibt ganz leicht schön mit Farbe ab. Es hält jetzt natürlich nicht ewig, aber es ist halt auch ein Lipgloss. Ne? Aber da muss ich wirklich sagen, war ich sehr, sehr positiv überrascht, weil ich habe noch so Alverde Lipglosse von früher in Erinnerung. Huiuiui. Ja, also da, das brauche ich nicht unbedingt wieder. Von daher war ich davon echt positiv überrascht. Und was hier eigentlich, glaube ich, auch in dem zweiten Teil, wo es dann um Alverde, Alterra, Terra Naturi gehen wird, immer wieder sehen werdet, sind feste Shampoos. Ich muss nämlich wirklich sagen, dass ich die festen Shampoos, die ich für diese Videos getestet habe, overall alle ziemlich, ziemlich gut finde. Und dazu gehört auch das Basis Sensitive feste Pflegeshampoo von Lavera. Basis Sensitive, diese Serie bei Lavera, regt mich ein bisschen auf, weil es ist nicht Basis Sensitive. Ja? Es sind Duftstoffe drin und dann finde ich das immer so ein bisschen verarsche, bin ich ganz ehrlich. Aber ich fand dieses Shampoo wirklich sehr, sehr gut. Ich habe echt Probleme mit der Kopfhaut, weil ich immer mal wieder einfach
ja, zu so fettigen Schuppen hier neigt. Das ist gerade in der Übergangszeit. Und es ist jetzt nicht so, weil ich so Schuppen habe, so Head and Shoulders Schuppen, wisst ihr, wie ich meine? Sondern weil meine Haut auch irgendwie so schnell aufgeht und Nässe und so. Das klingt jetzt alles super lecker, ne? Aber tatsächlich fand ich das auch ein Shampoo, das so meine Kopfhautbalance gut gehalten hat. Also es jetzt nicht zusätzlich gereizt habe. Ich will gar nicht wissen, was ich jetzt, wenn ich jetzt ehrlich gesagt so mit einem herkömmlichen Pantene Pro-V-Shampoo oder so an meine Kopfhaut gehen würde, was dann passieren würde. Aber ich habe halt eine extreme Empfindlichkeit auf manche Tenside festgestellt. Sodium-Laurel-Sulfat vertrage ich gar nicht. Und gut, das kommt jetzt in Naturkosmetik selten vor. Aber wie gesagt, dieses Basis-Sensitiv-Pflegeshampoo fand ich sehr gut. Wobei ich da jetzt leise sagen muss, dass das Aldera-Sensitiv-Pflegeshampoo billiger ist und nicht parfümiert und genauso gut. Ja? Aber wartet aufs nächste Video. Und wir machen weiter mit Santé und bei Santé starten wir auch direkt mit dem festen Shampoo, weil das eigentlich so das erste feste Shampoo im Drogerie-Naturkosmetik-Bereich war, das ich richtig, richtig gut fand. Und da kann ich euch sowohl die Glanzvariante als auch die Feuchtigkeitsvariante empfehlen. Wirklich, wirklich so, so gute feste Shampoos, die auch einen guten Duft abgeben, wenn man das möchte. Wie gesagt, manche Leute wollen ja keinen Duft in Shampoos. Mit 6 Euro finde ich absolut bezahlbar. Und wirklich, also da muss ich sagen, da waren die wirklich Vorreiter irgendwie in der Drogerie Naturkosmetik mit ihren festen Shampoos. Die haben mir wirklich, wirklich sehr gut zugesagt. Es gibt jetzt auch feste Spülungen. Ich habe die ehrlich gesagt nicht getestet. Einmal, weil ich mit der festen Spülung, die ich habe, zufrieden bin. Und weil ich dazu auch sehr, sehr ungute Rezensionen gelesen habe. Und ich will... Ich habe mit festen Spülungen zu viel schlechte Erfahrungen gemacht, um da mir jetzt nochmal eine zu holen, mit der ich nicht klarkomme. Ja. Ich kann aber euch die Spülung, also die flüssige Spülung von Santé, die Glanzspülung, voll und ganz ans Herz legen. Das ist eins meiner absoluten Top, Top, Top. Also das ist für mich die beste Naturkosmetik-Spülung. Was Besseres habe ich davor und danach nicht mehr probiert. Ja? Das ist wirklich optimal. Pamela Reif wirbt nicht ohne Grund dafür und viele anderen. Das ist schon wirklich sehr, sehr gutes Produkt. Das, obwohl silikonfrei ist, meiner Meinung nach an konventionelle Produkte drankommt. Also finde ich auch für 3,95 Euro sehr bezahlbar und wirklich, wirklich eine schöne Spülung. Ja, bevor wir dann zur Gesichtspflege kommen, machen wir noch kurz weiter mit Körperpflege. Da möchte ich euch jetzt ein ganz konventionelles Duschgel empfehlen, einfach weil das eins der am schönsten duftenden Duschgels war, die ich je verwendet habe, und zwar das Happiness Duschgel mit Orange und Mango. Also wenn ihr wie ich so ein zitrischer, frischer Duft seid, gerade bei Duschprodukten. Santé hat jetzt auch feste Duschprodukte, wobei ich da jetzt nicht so viel getestet habe. Dieses Happiness Duschgel mit Orange und Mango, top. Riecht so ein bisschen wie Orangen in einem 2. Also richtig, richtig gut. Es gibt dazu eine Bodylotion, die mochte ich von der Konsistenz nicht so gerne, aber der Duft ist wirklich genau meins. Ja? Und dann kommen wir noch zu zwei Gesichtspflegeprodukten. Einmal, falls ihr große Fans von Micellenwasser seid, ich habe jetzt mittlerweile keine mehr, einfach weil ich 100.000 Gesichtsreinigungsprodukte habe und mir jetzt nicht für abends extra Micellenwasser kaufe, sondern da einfach das nehme, was ich morgens eh versuche leer zu machen. Aber das Milky Micellenwasser von Santé ist wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Das ist für die Menge, im ersten Moment wirkt es teuer. Ja? Also ihr zahlt 6,95 für so ein kleines Fläschchen, aber... Das ist eher so ein Gel, also es ist nicht wirklich ein Wasser, das hat eher schon fast so eine gelige Konsistenz und man braucht so, so wenig davon, um wirklich gut zu reinigen. Wasserfestes Make-up nimmt das nicht ab, aber welches Micellenwasser macht das schon, ne? Aber das hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen und ich weiß auch noch, dass ich echt so war, so hey, wie lange reicht das eigentlich noch? Ich war davon richtig positiv überrascht. Ich habe das immer mit waschbaren Wattepads probiert, also benutzt. Und das hat auch super funktioniert. Also wenn ihr ein Typ für Micellenwasser seid und es gern nutzt, dann schaut euch das mal an, weil das finde ich wirklich sehr empfehlenswert. Und last but not least, Produkt 5 von Santé und 15 in diesem Video, ist das verfeinernde Softpeeling von Santé. Das ist jetzt in dem Sachet und ich bemühe mich eigentlich eher, diese Sachets nicht zu kaufen. Aber das ist was, was könnt ihr auch öfter als einmal verwenden pro Sachet. Das ist ein Peeling und zwar, wenn ihr auf physikalische, also auf nicht chemische Peelings steht, sondern auf mechanische Peelings, das war das Wort, das ich gesucht habe, das ist wirklich so ein sandfeines, perfektes Peeling, wo man das Gefühl hat, selbst wenn ich jetzt sozusagen hier meine Haut mechanisch abruble, ist es noch nicht so, dass es jetzt wirklich großen Schaden macht, weil es eher so sandfein ist. Also es nimmt wirklich nur die obere Schicht weg. Es gibt tatsächlich auch so ein ähnliches Produkt in der Tube, aber das ist nicht genau das gleiche. Ich habe es probiert. Ja,
Aber das ist wirklich auch was, das habe ich schon vor Jahren und das haben sie auch nie so wirklich rausgenommen, das Produkt, mal getestet und war davon immer überzeugt. Ja, und damit sind wir am Ende vom Top 5 I+M La Vera Sancté Video angekommen. In baldiger Bälde wird dann Altera, Terra Naturi und Alverde kommen. Und ich hoffe, so diese Videos sind so nochmal als Zusammenfassung von dieser großen Serie nochmal interessant für euch. Ich habe schon Vorschläge bekommen, welche andere Serie ich für die Tops, also welche anderen Marken ich für die Tops und Flops Serie nehmen könnte. Zum Beispiel auch sowas wie Bio Vegan Skin Food, Hey Organic. Wobei ich sagen muss, das ist halt was, was sehr stark, also das sind ja Marken, die haben eigentlich nur Gesichtspflege. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil da wirklich viel zu testen, um dann ein Video zu machen, dauert halt lang, weil ich mir da wirklich, also Gesichtspflege ist das, was ich halt am liebsten teste, ja. So ein Körperpflegeprodukt, das benutze ich eine Woche und dann kann ich sagen, ja, finde ich gut, ja. Aber bei der Gesichtscreme, da teste ich locker mal 3-4 Wochen, weil man ja auch bedenken muss, ich verwende nicht die ganze Zeit die gleichen Produkte dazu. Meine Haut ist auch im Monatszyklus immer mal wieder anders. Meine Haut hat andere Einflüsse. Von daher brauche ich dafür sehr lang und deswegen finde ich die Marken nicht so optimal. Aber wenn euch irgendwas einfällt, was ihr unbedingt noch getestet haben möchtet, dann schreibt es super gern in die Kommentare, würde mich freuen. Ansonsten schreibt mir jetzt gern auch in die Kommentare, was eure Favoriten von den jeweiligen Marken sind. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren und mich würde es auch freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ja? Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder dabei und habe ich das jetzt nicht schon dreimal gesagt? Ich glaube schon. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Zeit. Bis dahin, Abo, Daumen hoch, Glocke, ihr wisst alles. Und wir sehen uns. Bis dann.